Guten Abend daheim. Guten Abend hier im Bundeshausstudio. Das ist krass. Das ist Glaspolitik, die Sendung zu der Wintersession und vor allem die Sendung zu der heutigen Bundesratswahl. Und die wichtigsten Momente dieser Wahl werden wir jetzt gerade schnell zusammen anschauen. Es ist sehr schnell gegangen heute gegen Mittag. Schon nach dem dritten Wahlgang war alles klar. Gewählt ist mit 138 Stimmen Guy Parmelin. Er wurde mit 138 Stimmen gewählt, Guy Parmelin. Kurz vor 12 Uhr mittags war Guy Parmelin als dritter Roman in den Bundesrat gewählt. Ohne wahltaktische Störmanöver und Protest. Einer der drei, die die SVP auf ihrem Ticket vorgeschlagen hatte. Und über die heutige Wahl werden wir reden, zusammen mit den Fraktionschefen der Bundesratsparteien. Und wir hätten natürlich gerne geredet mit dem neuen Bundesrat, dem Guy Parmelin. Er hat entschieden, am 5. sozusagen zu der Fraktion zu gehen, nicht mehr aufzutreten bei uns. Wir haben aber anstatt den Bundesrat sozusagen den Mr. Bundesrat auf dem Bundesratsstuhl, der Berner Politikprofessor Adrian Vatter, der für das Schweizer Fernsehen heute auch schon den ganzen Tag die Wahlen verfolgt hat. Wir haben es gesehen, es ist schnell gegangen, es ist reibungslos verlaufen, Herr Vatter. Warum? Ja, es ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass das Parlament jetzt nach 8 Jahren zurück wollte zu stabilen Verhältnissen. Das heisst, dass man die grössten Parteien im Bundesrat wollte haben. Und es gibt bei jeder Bundesratswahl auch eine Eigendynamik. Und man hat gesehen, vom ersten Wahlgang an haben die einzelnen Bundesräte ausgezeichnete Ergebnisse gemacht. Also, wenn man das in der Geschichte anschaut, sind das mit die besten Wahlergebnisse gewesen. Und das hat sich dann weitergetragen bis in den 7. Wahlgang. Vor allem dank der SVP, die guten Resultate. Die SVP hat am Anfang mitgemacht, aber natürlich erwartet, dass die anderen Parteien am Schluss eine positive Retourkutsche geben. Und das ist auch passiert. Herr Vatter, wir reden später noch weiter miteinander. Herr Parmelin ist zwar nicht da, aber wir möchten natürlich ihn gleich hören. Und wir hören ein Interview, das mein Kollege Fritz Reimann heute Nachmittag mit ihm gemacht hat. Herr Bundesrat, was war das für Sie für ein Gefühl heute gegen Mittag, als es hieß, gewählt ist Monsieur Parmelin? Und das ist etwas Besonderes, natürlich. Ich war sehr glücklich, sehr stolz, aber auch habe ich gedacht, jetzt, das ist eine große Verantwortlichkeit, man muss arbeiten. Jede Person in diesem Land wartet auf die Regierung, dass er Lösungen findet für große Probleme. Und das ist jetzt, was ich machen muss mit den anderen Mitgliedern des Bundesrats. Viele im Parlament hoffen, dass jetzt, wenn die SVP einen zweiten Sitz hat, dass sich die SVP mäßigen werde. Wie sehen Sie das? Man muss das der Parteileitung fragen. Aber im Bundesrat, Sie sind in einem Exekutiv. Natürlich, Sie diskutieren, Sie haben die Idee der Partei, Sie diskutieren intern, Sie versuchen, diese Ideen im Bundesrat zu verteidigen. Manchmal sind wir in der Mehrheit und sind wir zufrieden. Und manchmal sind wir in der Minderheit. Und man muss respektieren, das ist Kollegialitätsprinzip. Die Hauptsache in diesem Land, das ist, dass die Kollegialitätsprinzip respektiert ist. Ich möchte vielleicht hier nochmals ansetzen. Sie vertreten ja eine Partei, die Oppositionspolitik macht. Von Ihnen erwartet man aber das Gegenteil, dass Sie Konkordanz machen. Wie soll das gehen? Aber ja, wenn Sie sehen, zum Beispiel SP-Partei ist auch in Regierung, aktuell mit 2 Mitgliedern. Und manchmal machen sie auch Opposition mit einigen Volksinitiativen. Aber das ist nicht das Problematik des Bundesrats. Der Bundesrat muss arbeiten, er hat Projekte. Wir haben Herausforderungen in diesem Land. Und man muss diese Herausforderungen mitnehmen und Lösungen zu finden. Das ist die Hauptsache. Und ein Exekutiv arbeitet immer im Interesse des Landes. Ja, das gibt einiges zu besprechen, und zwar mit den Fraktionschefs der Bundesratsparteien. Und Sie hören, ich wechsle auf Hochdeutsch, denn tatsächlich 3 von 4 Fraktionschefs der Bundesratsparteien sind Lateiner. Das passt natürlich zu diesem Tag, an dem auch ein weiterer Lateiner in den Bundesrat gewählt wurde. Ich möchte Ihnen die Fraktionschefs schnell vorstellen. Auf dieser Seite haben wir den SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Er ist Waadtländer Nationalrat. Dann haben wir hier Filippo Lombardi, CVP-Fraktionschef, Ständerat aus dem Kanton Tessin.
Auf dieser Seite FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis. Er ist Tessiner Nationalrat. Und in Vertretung von Fraktionschef Adrian Amstutz von der SVP haben wir hier heute Abend den Berner SVP-Nationalrat Albert Rösti. Herr Rösti, es ist alles aufgegangen, so wie die SVP das wollte. Einer von diesem Dreierticket ist gewählt worden. Man hat aber immer ein bisschen den Eindruck gehabt, der Favorit wäre Thomas Esche gewesen. Die Strategie ist nicht ganz aufgegangen. Die Strategie ist vollumfänglich aufgegangen. Ich glaube, man wollte von Anfang an etwas suchen, welcher dieser drei ist jetzt der Favorit. Aber es war für uns von Anfang an klar, wir setzen auf ein Dreierticket, auf ein gleichwertiges Dreierticket. Wir haben sogar gesagt, wir würden begrüßen am Anfang nach der Nomination dieser drei, auch der Fraktionschef Adrian Amstutz, wir würden begrüßen, wenn es eine Person aus dem Tessin oder aus der Romandie ist. Das ist jetzt der Fall, es ist voll aufgegangen. Nein, wir hatten auch intern in der Fraktion heute keine Weisung, wer dieser drei zu wählen ist. Sind natürlich heute sehr glücklich, dass es jemand ist auf diesem Ticket, die ja nach einem sehr intensiven Prüfverfahren bei uns in allen Fraktionen doch gezeigt haben, dass sie alle die Anforderungen an den Bundesrat erfüllen. Für uns ist das absolut aufgegangen. Zumal wir natürlich auch glücklich sind, als SVP das erste Mal auch in der Westschweiz einen Bundesrat zu haben. Alle Anforderungen erfüllen Sie, geben das Stichwort Roger Nordmann. Die SP hat gestern noch mal alle drei Kandidaten eingeladen. Sie sind zum Schluss gekommen, eigentlich ist keiner der drei gut genug. Jetzt, Sie sind ja auch Waadtländer. Haben Sie wenigstens ein bisschen Freude, dass auch heute ein Waadtländer gewählt wurde? Also sicher möchte ich Guy Parmelin zur Wahl gratulieren. Und natürlich habe ich eine gewisse Emotion, weil seit 17 Jahren der Kanton Waadt nicht mehr vertreten war. Das zur emotionalen Seite. Zur politischen Seite hat uns die SVP nicht ganz berauschende Kandidaten vorgestellt. Aber Ihre Partei hat Herr Parmelin gewählt. Das kann ich Ihnen nicht gewährleisten. Teile sicher, aber bei weitem nicht allen. Es war noch sehr offen. Und wir haben auch keine Position bezogen, wirklich klar. Es ist sehr starke Stimm- und Wahlgeheimnis im Parlament. Ich weiß nicht genau, wie die Mitglieder meiner Fraktion. Ja, wenn man es etwas durchrechnet, dann kommt man schon darauf, dass viele von Mitte links wahrscheinlich Herrn Parmelin gewählt haben. Mag sein, aber es ist ein Kandidat der SVP. Jetzt muss er sich, er war der offizielle Kandidat der SVP und jetzt muss er sich im Bundesrat durchschlagen. Ich habe ehrlich gesagt, größere Zweifel, nicht, dass er Parmelin sich integriert, das wird schon klappen, weil er hat eine ausgeglichene Persönlichkeit. Wo ich Zweifel habe, ist, dass die SVP sich irgendwie mäßigt. Herr Nordmann, das werden wir sicherlich noch später heute Abend besprechen. Herr Cassis, man hat nicht unbedingt bei Ihrer Partei, aber man hat in den letzten Tagen so ein bisschen gehört, mit Herrn Parmelin wählt man das kleinste Übel. Hat man heute vielleicht nicht den besten, vielleicht eher den nettesten, den Mann gewählt, der am wenigsten aneckt? Ich glaube, das kann man nicht so salopp formulieren. Es hat sicher Parlamentarier gehabt, die für Parmelin abgestimmt hat, weil er eine ausgeglichene Persönlichkeit ist. Das ist mit ein Kriterium von vielen Kriterien. Und ich bin gut befreundet mit Herrn Parmelin. Wir sind jetzt 8 Jahre zusammen in der Kommission gewesen. Herr Parmelin ist ein guter Mensch, also den kann man wirklich gut und gern haben. Und man unterschätzt ihn häufig, weil er eben genau diese ausgeglichene Persönlichkeit hat und ein sympathischer Mensch ist. Er hat in der Kommission auch relativ diskret gehandelt, bis in den letzten 2 Jahren, wo er Präsident war. Und in diesen Präsidiumjahren hat er ausgezeichnete Arbeit geleistet. Nicht nur die Führung der Sitzung, sondern die Klarheit des Denkens, das Management von komplizierten Situationen und die Ausgeglichenheit gegenüber links und rechts, also die Neutralität seiner Führung. Also wir waren eigentlich alle überrascht, wie gut er das gemacht hat. Und ich glaube, für diese 25 Parlamentarier, die in der Kommission sind, war das der Beweis, dass er dazu fähig ist. Herr Cassis, Sie sind auch Tessiner. Sie, Herr Lombardi, ich habe Sie vorhin fälschlicherweise als Nationalrat bezeichnet, Sie sind Ständerat. Sie sind auch. Das Protokoll ist das seine Beförderung. Genau, genau. Sie sind auch Tessiner. Aus Tessiner Sicht war der heutige Tag eigentlich ein schlechter Tag. Wieder kein Tessiner im Bundesrat. Kann man nicht sagen. Ich glaube, angesichts der Situation hat der Tessiner Kandidat sich gut geschlagen. Er hat drei Sachen gewonnen.
Er war auf dem Ticket, das ist nicht so einfach. Keine Partei hat in den letzten Jahren einen Tessiner auf dem Ticket gehabt. Zweitens hat er einen guten Eindruck in den Anhörungen gemacht. Und drittens, mit 50 Stimmen im ersten Wahlgang, hatten, glaube ich, einen beachtlichen Ergebnis. Das reichte nicht für die Wahl, aber ich glaube, er hat sich gut geschlagen. Und der Vorteil einer Nichtwahl von Herrn Gobbi ist, dass Sie, dem man ja gewisse Ambitionen nachsagt, zur Wahl stehen oder Ihre Chancen, die bleiben intakt? Man kann von solchen Ambitionen gar nicht sprechen, weil niemand weiß, wenn und unter welchen Bedingungen irgendwelche Vakanzen gegeben wird und in welche Partei notabene, weil es gibt mindestens 3, 4 Bundesräte, wovon man sagt, ja, die werden vielleicht nicht bis am Ende der Legislaturperiode gehen. Das werden wir sehen. Wir wollen das nicht. Und die Kräfte, notabene, die Kraft des Tessins ist, dass in allen Parteien wählbare Kandidaten gibt. Danke vielmals. Ein großes Thema heute bei allen Fraktionen, außer bei der SVP, war diese Ausschlussklausel. Die Ausschlussklausel besagt, man darf als SVP-Mitglied die Wahl nur annehmen, wenn man auf dem offiziellen Ticket ist. Alle haben das kritisiert heute. Herr Nordmann, ohne diese Ausschlussklausel hätten wir heute Abend auch einen Bundesrat Parmelin? Ich glaube, das hat beigetragen, dass Herr Parmelin und nicht sonst jemand gewählt wurde. Wir waren offen, wir waren für einen anderen Kandidat, ob SVP oder nicht, weil wir waren nicht sehr begeistert, muss ich sagen, von den 3 Kandidaten. Die Mitteparteien wollten unbedingt auf dem Ticket stimmen, das haben wir leider zur Kenntnis genommen. Aber sicher ist diese Klausel, diese Ausschlussklausel, wenn man gewählt wird als Bundesrat nicht vom Ticket, wird man von der SVP ausgeschlossen. Das ist sicher eine totalitäre Klausel, antidemokratisch, und die ist im Widerspruch zum Geist der Verfassung. Ich glaube, das geht nicht. Die SVP muss endlich diese Klausel entfernen. Und das Volk hat soeben bestätigt, dass die Bundesversammlung die Bundesräte wählt. In der Volksabstimmung wurde die Volkswahl abgelehnt. Entschuldigung, Herr Lombardi, Sie haben heute gesagt, das werde künftig nicht mehr akzeptiert. Konkret, was heißt das? Das heißt, aber das war schon jetzt die Frage, notabene. Gewisse Kollegen in der Fraktion haben gesagt, genau weil es diese Ausschlussklausel gibt, würden wir gerne jemanden außerhalb des Dreier-Tickets wählen. Genau, um zu beweisen, dass es falsch ist. Und ich bin stolz, ich habe meinen Kollegen überzeugen können. Es geht jetzt darum, für diese schwierige Legislaturperiode, die wir vorhaben, es geht darum, ein gewisses Vertrauen wieder zu erstellen innerhalb der Bundesratspartei, zwischen den Bundesratsparteien. Und das wollen wir eben in dem Sinne machen, in dem Sinne, dass wir in diesem Dreier-Ticket wählen. Aber das Prinzip ist falsch. Die Klausel ist falsch. Künftig werden wir diese Einschränkung nicht akzeptieren. Herr Rösti, jetzt sind Sie am Ball. Sie haben jetzt sozusagen Ihre Forderung wurde erfüllt. Jetzt können Sie Ihre Klausel wieder streichen. Ja, so weit möchte ich heute natürlich nicht gehen. Also, zuerst bin ich dankbar, dass das Parlament einer dieser 3 gewählt hat. Nicht zu viel Dankbarkeit, nicht zu viel Freundlichkeit. Nein, die Zielsetzung ist ja nicht, dass wir einfach einen Bundesrat haben und sagen können, wir sind mit einem Bundesrat vertreten, sondern wir haben letztlich in den Wahlen auch ein Wahlversprechen abgegeben, mit welchen Zielen wir, mit welchen Inhalten wir vertreten werden sollen. Und deshalb denke ich, gerade in diesen Wahlen war diese Klausel sehr nützlich, und es war nicht Zufall, dass gewisse Leute nicht auf dem Ticket waren. Und jetzt zu dieser Klausel. Eigentlich hat das Parlament diese Frage bereits 2008 beantwortet. In einer parlamentarischen Initiative Lustenberger hat man gestützt auf einen Bericht klar gesagt, das ist verfassungsmäßig, ist das erlaubt. Und von daher, wir haben auch gestern noch ein Resümee einer Vereinsrechtlerin erhalten, die klar gesagt hat, vom verfassungsrechtlichen Standpunkt, hier haben wir hier kein Problem, man kann das politisch selbstverständlich diskutieren. Fakt ist, dass es politisch nicht gutiert wird. Es wird auch in Ihrer Partei unterdessen gefordert, dass man darüber diskutiert. Können Sie dann noch nicht sagen, also ist es ein Thema, es zu streichen, ja oder nein? Nein, das ist kein Thema zu streichen. Ich bin sehr enttäuscht, Herr Rösti. Jetzt, wo Sie jetzt 2 Bundesräte haben, könnten Sie endlich diese totalitäre, undemokratische Klausel streichen. Und ich hätte eher von Ihnen heute Abend eine Verpflichtung, ein Commitment gehört, dass Sie endlich diese Klausel streichen. Sie wollen so
so zur Normalität zurückkehren, aber dieses totalitäre Instrument wollen sie weiterhin. Es ist völlig im Widerspruch zu den Schweizer Institutionen. Und ich staune schon von einer Partei, Herren, die Schweizerische für sich beansprucht. Wenn er dauernd von totalitärem System spricht, wir hatten von Anfang an, seit Jahren waren die Voraussetzungen und welche diese Wahl stattfindet, klar. Wir haben, Herr Nordmann, nie jemand, der gewählt wird, bei dem man die Voraussetzungen nicht kannte, dann ausgeschlossen aufgrund des Druck der Straße. Sie kennen diese Geschichte. Meine Herren, diese Diskussion, die haben wir ja schon geführt vor den Wahlen. Wir werden später über andere Themen diskutieren. Wir haben Herrn Parmelin nicht hier heute Abend, aber wir möchten ein bisschen ihn näher kennenlernen. Und deshalb schauen wir uns ein kleines Porträt an von meinem Kollegen Hans Bernhard. Neubundesrat Guy Parmelin. 12 Jahre lang saß der 56-Jährige für die SVP des Kantons Waadt im Nationalrat. Er ist damit der dritte Romand im Bundesrat. Parmelin ist ausgebildeter Meisterlandwirt und Weinbauer von Beruf. Im Weinberg der Familie war er aber in letzter Zeit selten anzutreffen. Er widmete sich der Politik und einigen Verwaltungsratsmandaten. Guy Parmelin galt lang als gemäßigter SVP-Vertreter, der sich der Parteilinie auch mal widersetzte. Die Zeiten sind aber definitiv vorbei. Ich war jung und naiv. Unterdessen politisiert Parmelin stramm auf Linie und an vorderster Front auch für die Masseneinwanderungsinitiative der SVP. Sein Auftreten bleibt dabei ruhig und gemäßigt. Und er gilt als umgänglich über alle Parteigrenzen hinweg. Parmelin wird aber auch kritisiert als profillos und führungsschwach etwa. Und manchem Parlamentarier von Mitte links erschien er als das kleinste Übel auf dem Dreierticket der SVP. Heute Morgen war er noch mutterseelenallein als erster in den leeren Nationalratssaal gekommen. Ob er da die Ruhe suchte vor dem Sturm, der dann am Mittag über ihn hereinbrach? Der Guy Parmelin ist in den letzten 12 Jahren im Parlament eher nach rechts gerutscht. Wir haben es im Beitrag gehört, Adrian Vatter. Das ist doch eigentlich eher ungewöhnlich. Jemand, der in den Bundesrat oder sonst in ein Exekutivamt gewählt wird, meistens bewegt sich der eher in die Mitte. Das ist richtig. Allerdings in der Regel erst, wenn er ja im Parlament sitzt. Auf der anderen Seite ist das natürlich gerade der Folge von dieser Ausschlussklausel, dass man jetzt jemanden hat müssen wählen, der genau auf Parteilinie ist. Die Frage wird jetzt sein, wie sich der Herr Parmelin wird entwickeln. Wir haben das bei vielen Bundesräten gesehen, dass sie sich eher gegen die Mitte orientieren, dass man allerdings eben in vielen Fällen auch schon eher mitteorientierte Bundesräte gewählt hat. Es gibt eine grosse Ausnahme, das ist der Christoph Blocher, der ganz klar Parteilinien im Bundesrat hier reingetragen hat und der eigentlich viel stärker auch Parteipolitik gemacht hat, als das andere Bundesräte früher gemacht hat. Was erwarten Sie jetzt beim Herrn Parmelin? Von Herrn Parmelin erwarte ich eigentlich auch, wenn ich seine ersten Äußerungen anhöre, dass er doch das Kollegialitätsprinzip, das für unser Regierungssystem so wichtig ist, weil wir keine Regierungschef haben mit einer Richtlinienkompetenz, wie wir das in Deutschland kennen, wo es darum geht, dass man versucht, Kompromisse zu finden. Ich gehe bei ihm davon aus, dass er wirklich bereit ist, diesen Schritt zu machen und die Brückenfunktion wirklich auch wahrzunehmen zwischen dem Bundesrat auf der einen Seite und der Partei auf der anderen Seite. Was glauben Sie, bedeutet das auch, dass vielleicht die Oppositionsrolle, die die SVP bis jetzt gespielt hat, dass die vielleicht ein bisschen weniger stark so interpretiert wird? Da bin ich eher skeptischer. Wenn wir die Perioden anschauen, wo wir schon mal 2 Bundesräte von der SVP hatten, 2003 bis 2007, da hat die SVP gleich mehrere Referenden lanciert. Das ist die Legislatur mit den meisten Referenden gewesen. Da haben wir Anzeichen, dass es nicht unbedingt so wird sein. Es hängt sehr stark davon ab, wie jetzt der neue Bundesrat von der SVP zusammen auch mit dem Ueli Maurer kann tatsächlich eine Politik machen, die akzeptiert wird von der eigenen Partei. Schauen wir, was die Fraktionschefs zu diesen Thesen sagen. Gehen wir noch mal in unsere Runde über. Und wechseln natürlich wieder die Sprache. Herr Cassis, in Ihrer Fraktionserklärung heute Morgen haben Sie gesagt, es geht darum, die institutionelle Krise der letzten 8 Jahre zu beenden. Aus Ihrer Sicht, mit dem 2. SVP-Sitz, was wird jetzt wirklich anders? Die SVP bekennt sich zur Konkordanz und wir erwarten, ich habe es klar in meinem Votum gesagt, dass die SVP sich der Arbeitsmethode anschließt, die
üblich ist im Parlament. Konkret bedeutet das zum einen, dass sie weniger spielt mit Volksinitiativen, mit den Instrumenten der direkten Demokratie. Übrigens eine Bitte, die ich auch an die SP widmen möchte. Und zweitens, dass sie eben, Sie haben es zu Beginn der Sendung gesagt, aus ihrer Oppositionsrolle endlich auskommt. Und ich habe mit großer Freude gelesen, dass die Medienmitteilung der SVP heute Nachmittag war, betitelt mit dem Titel «Die SVP bekennt sich zur Konkordanz». Das habe ich mit Genugtuung und Freude gelesen. Herr Rösch, die so Konkordanz bekennt, das ist das eine, aber die Forderung von Herrn Gassis ist auch, eben weniger Opposition zu spielen, weniger die Volksrechte zu beanspruchen. Kommen Sie dieser Forderung nach? Ich kann das hier nicht direkt beantworten, weil es kommt auf die politische Entwicklung an. Im Zentrum stehen für uns die inhaltlichen Ziele. Wir haben große Probleme zu lösen im Bereich der Migration, im Bereich der Unabhängigkeit zur EU, im Bereich der Finanzen. Jetzt mit der neuen Zusammensetzung des Bundesrates, indem wir hier zwei Mitglieder haben, damit auch eine bürgerliche, klar bürgerliche Mehrheit wieder im Bundesrat vertreten ist, denke ich, werden diese Vorlagen auch näher an unseren Zielsetzungen oder sollten zwangsläufig näher an unseren Zielsetzungen sein. Ist dies nicht der Fall oder kommt dies trotzdem anders aus, werden wir natürlich unsere Ziele, die wir in unserem Parteiprogramm mit unseren Delegierten verabschiedet haben, genauso verfolgen. Also von daher kann ich nicht sagen, ja, es gibt mehr oder weniger Referenden. Ich hoffe natürlich, dass der zuweilen entstandene Graben zwischen Bundesrat und Parlament, diese Differenzen, dass die weniger auftauchen und damit ist auch die Referendumsgefahr kleiner. Ist das nicht so, entspricht es nicht unseren Zielen, werden wir weiterhin, wie wohl jede Partei hier drin, die direktdemokratischen Instrumente, Initiative und Referendum nutzen. Herr Nordmann, Sie haben ja heute Morgen, Sie kommen noch, Herr Gassis, Herr Nordmann, Sie haben heute Morgen schon bezweifelt, dass sich die SVP einbinden lässt. Sie haben sich jetzt gemeldet. Was ist Ihre Reaktion? Ja, Herr Rösch hat eben gemeldet, dass es eigentlich nur für die Zeit vor Weihnachten gilt und nachher wird es anders sein. Die SVP hat ein Referendum gegen die Beschleunigung des Asylverfahrens gemacht. Das wird zu einer harten Abstimmungsschlacht. Die SVP hat eine Durchsetzungsinitiative durch eigenen Ausschaffungsinitiative. Das war alles bevor man im Bundesrat mit zwei Sitzen vertreten war. Stimmt dann noch über im Februar. Und wenn das angenommen wird, wird die Umsetzungsgesetzgebung, die parat ist, nicht angewendet. Die SVP hat noch vorgestern gegen das Budget gestimmt. Und ich bin sicher, dass die SVP weiterhin Ausgrenzungsinitiativen gegen Randgruppen, Ausländer und sonstige machen wird, um daraus politischen Kapital zu schlagen. Also ich bin sehr pessimistisch. Ich glaube, diese Versprechen gelten nur für die vorweihnachtliche Zeit. Aber kaum ist man im Januar, wird die SVP wieder zu den üblichen Methoden, die das Politklima dieses Landes vergiften. Herr Lombardi, die Forderung ist schon von der SVP gekommen. Eigentlich wäre es doch wahrscheinlich das Intelligenteste, möglicherweise, wenn man die SVP wirklich einbinden möchte, dass man ihr auch das Departement gibt, das Justizdepartement, wo eben diese Fragen, die Herr Nordmann angesprochen hat, Zuwanderung, Asyl, angesiedelt sind. Ist das wäre das der richtige Weg? Also ich würde es begrüßen, aber wir wissen, Sie wissen, dass das in der Zuständigkeit des Bundesrates ist und wir können das nicht hier unter uns regeln. Das müssen die Bundesräte selber regeln. Aber ich würde begrüßen, wenn die SVP in diesen Themen mehr Verantwortlichkeit übernimmt, direkt Verantwortlichkeit übernimmt. Aber das Problem ist nicht, von der SVP zu verlangen, das kann man von keiner Partei verlangen, dass sie auf die direkte Demokratie verzichtet. Das geht nicht. Es gilt aber zu sagen, man möchte, dass eine Regierungspartei nicht eben mit den Instrumenten der direkten Demokratie bestehende Elemente der Schweizer Verfassung oder der Schweizer internationalen Verpflichtung oder der Grundrechte des zwingenden Völkerrechts untergrabt. Menschenrechte zum Beispiel. Menschenrechte und so weiter. Das ist das Problem, das wir haben. Und man muss nicht naiv sein. Ich erinnere mich ganz genau und ich habe auch verstanden, warum Herr Blocher damals 2007 wütend gesagt hat, ich werde dieses System zu Ende bringen, führen. Aber eben, es geht jetzt nicht mehr, das System zu Ende zu führen. Es geht darum, das System Schweiz, das Erfolgsrezept oder Erfolgsmodell Schweiz zu retten, nicht zu zerstören.
Herr Rösch, Sie wollen sich noch dazu äußern. Ja, ich möchte jetzt schon noch betonen, es tönt jetzt so, als ob heute sich die SVP wieder zur Konkordanz bekannt hätte. Nein, das haben Sie gesagt. Wir haben, zur Konkordanz bekennen Sie. Wir haben das gesagt, aber natürlich wollten wir immer die Konkordanz erhalten im Bundesrat. Wir haben ja immer für unseren zweiten Sitz gekämpft. Heute hat es das Parlament wiederhergestellt und wir bekennen jetzt uns entsprechend dafür. Das ist richtig. Aber ich muss schon etwas staunen, wenn man dann auch mit zwei Bundesratsmitgliedern im Parlament ist und im Parteiprogramm von der Armeeabschaffung spricht, von wichtigen Institutionen, die in der Verfassung sind, Kapitalismus abschaffen will und in eine Richtung gehen will, die die Schweizer Werte völlig in Frage stellt. Und wir stellen ja ihre zwei Bundesräte in keiner Weise in Frage. Wir haben sie heute gewählt. Und deshalb meine ich, man kann nicht von uns jetzt verlangen, Herr Rösti, eine ganz kurze Frage, Herr Rösti, das Stichwort war es EJPD. Für Sie ganz kurze Frage. Würden Sie gerne, dass die SVP dieses Departement übernimmt? Ja oder nein? Wir haben klar gesagt, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn der Bundesrat einem unserer Bundesräte das zuteilt, ist das sicher die Herausforderung, die wir mit Respekt angehen werden. Ja. Und genau das hat es ja schon einmal gegeben. In der Amtsperiode Legislatur 2003 bis 2007 gab es schon mal zwei SVP-Bundesräte und das EJPD, das war damals auch in SVP-Hand. Wie das verlaufen ist, eine kurze Bilanz dieser Zeit, das schauen wir uns jetzt an. Ich schwöre. Vor 12 Jahren war es, als Christoph Blocher als zweiter Vertreter der SVP in den Bundesrat gewählt wurde, zusammen mit dem Freisinnigen Hans-Rudolf Merz. Das ergab, wie heute wieder, eine Mehrheit für FDP und SVP im Bundesrat. Die Linke sprach vom rechten Durchmarsch. Die Rechte erwartete eine wirtschaftsfreundliche Revolution. Es ist ein sehr starker Bundesrat jetzt. Und das brauchen wir auch, denn die Probleme, die die Schweiz hat und vor allem die wir auf wirtschaftlichem Gebiet auch haben, die müssen jetzt wirklich angepackt werden. Doch schon das erste Paket zur Steuersenkung ging bachab. Gescheitert am ersten Referendum der Kantone. Nur 3 Monate später sagt das Volk wieder Nein. Diesmal zur 11. AHV-Revision mit Rentenalter 65 für die Frauen. Es ist nach dem 8. Februar das zweite Mal jetzt, dass wir gegen die bürgerliche Mehrheit, gegen den Bundesrat, gegen die ganze Wirtschaft mit ihren Millionen gewonnen haben. Und zwar nicht nur gewonnen, sondern es ist ja eigentlich ein Debakel für die bürgerliche Seite. Wir müssen das Vertrauen bei der Bevölkerung wiederfinden. Wir dürfen nicht im Glashaus politisieren, das haben wir allerdings auch nie gemacht. Aber ich glaube, es ist auch heilsam, wenn man vom Volk wieder etwas zurückgeholt wird. Chancenlos blieb auch ein weiteres Projekt des damaligen Bundesrats. Die Privatisierung der Swisscom wurde sang- und klanglos schon im Parlament versenkt. Fazit: Auch rechtsbürgerliche Bäume wachsen nicht weit in den Himmel. Und wie sieht das heute aus? Droht 12 Jahre später nochmals dasselbe? Werden die Reformprojekte aus dem Bundeshaus wieder reihenweise bachab geschickt? Was passiert zum Beispiel mit der Reform der Alterssicherung? Bleibt sie einigermaßen ausgewogen? Oder wird daraus jetzt eine reine Sparreform? Wie geht es weiter mit der Energiewende? Bleibt der Bundesrat bei seiner Strategie und haben weitere Schritte im Parlament überhaupt noch eine Chance? Und wie hält es die neue Mehrheit mit Europa? Werden die bilateralen Beziehungen weiter ausgebaut oder heißt es jetzt schottendicht? An Fragen wie diesen wird sich der Erfolg der neuen Mehrheit messen lassen. Findet sie da Lösungen, die auch vor dem Volk bestehen? Und wir bleiben in unserer Runde. Roger Nordmann, in linken Kreisen hieß die Zeit oder nannte man diese Zeit damals. Man sprach von FDP, SVP, von der Viererbande. Befürchten Sie eine Neuauflage dieser aus Ihrer Sicht negativen Zeit? Ja, ich habe insbesondere große Befürchtungen bezüglich unserer Beziehung zu Europa. Weil eigentlich die Masseneinwanderungsinitiative, der Artikel 121 ja, und die bilateralen Verträge sind nicht kompatibel. Die SVP hatte zwar vorher gesagt, es sei kompatibel. Zum Glück hat jetzt Herr Parmelin gesagt, er wolle nicht auf die bilaterale verzichten. Aber eine Lösung gibt es nicht und sie ist auch nicht sichtbar. Also da bin ich sehr, sehr
pessimistisch. Die Energiewende, die entscheidet sich im Parlament, der erste Akt, ich glaube, das ist gelaufen im Bundesrat. Aber wenn das Projekt ist Sparrunde im Servicepublik, in der Bildung oder so, wird es hart auf hart kommen. Und die zu glauben, man könne das Rentensystem reformieren, ohne die Finanzierung zu konsolidieren, ich glaube, das geht nicht. Die Bevölkerung ist einfach nicht bereit, genau, Rentenkürzungen zu akzeptieren. Herr Norman, bleiben wir doch zuerst einmal bei Europa, das Thema, das Sie am Anfang genannt haben, Herr Cassis. In diesem Thema sind Sie eigentlich viel näher an dieser Seite, an SP und CVP, als an der SVP. Durch diese neue Zusammensetzung, haben Sie die Hoffnung, dass sich trotzdem etwas Richtung einer Lösung bewegen wird? Ja, ich habe diese Hoffnung. Ich war auch in der Arena letzten Freitag zusammen mit Herrn Nordmann und Herrn Adrian Amstutz. Und wir haben das durchdiskutiert und es scheint, dass Wege da sind, um mit neuen Instrumenten da einen Gleichgewicht zu finden. Schauen Sie... Können Sie dazu etwas konkreter werden? Nein, ich will es nicht. Warum nicht? Weil es hat keinen Sinn, jetzt über diese Details zu sprechen. Wir können, schauen Sie, diese ganze Debatte ist in meinen Augen faul. Entweder haben wir heute etwas entschieden und wir geben jetzt der SVP die Chance, mitzuwirken. Und dass diese Chance haben wir jetzt gehört vom Parteipräsidenten und Fraktionspräsidenten. Und warte mal, Roger, und in den nächsten Wochen bis ein paar Monaten werden wir sehen, ob Taten auch Worten folgen werden. Das werden wir jetzt sehen. Warte mal, Roger, bleib jetzt mal ruhig, Kopfertelli. Oder dann sind wir alle, aber dann sind wirklich alle enttäuscht von der SVP und dann stehen wir vor einer wichtigen Krise. Ich kann im Namen der FDP-Fraktion heute ganz klar sagen, dass wir heute dieses Vertrauen in die SVP gesteckt haben und dass wir jetzt ein Return on Investment erwarten. Das haben wir jetzt ganz klar ausgedrückt. Ich habe es auch in meinem Votum heute Morgen gesagt. Es nützt nicht, dass wir jetzt einfach spektakelmäßig für das Fernsehen versuchen, noch kleine Details zu diskutieren. Genau. Ich glaube, es ist einfach kein Spektakel. Wir diskutieren ganz seriös. Sie haben ihn, er hat Sie jetzt ausreden lassen, Herr Norman. Seriös sagen Sie doch noch. Definition. Genau, sagen Sie doch noch, was Sie sagen wollen. Entweder ich oder Herr Cassis hat eine Wahrnehmungsstörung. Wir waren in der gleichen Sendung. Vielleicht beide. Und Herr Amstutz hat es gesagt, er hat die ganze Sendung damit verbracht, den Kompromissvorschlag des Bundesrates mit der einseitigen Schutzklausel oder nicht einseitig einvernehmlich zu kritisieren, heftig zu kritisieren. Und das hat auch gezeigt, dass die Strategie der Wirtschaftsverbände mit der SVP gemeinsam die Bilaterale zu retten gar nicht aufgehen will, weil eigentlich die SVP die Bilaterale gar nicht retten will. Ich weiß nicht, was Sie gehört haben von dieser Sendung, aber Herr Amstutz hat ständig gesagt, die Migration muss runter auf 30.000, es muss eine Zahl, wir müssen das einseitig machen und so weiter. Also etwas, das mit den Bilateralen gar nicht kompatibel ist. Vielleicht wird er richtig klären, wer von mir eine Wahrnehmungsstörung hat. Aber Herr Norman, recht haben Sie sicher mit der selektiven Wahrnehmung. Wir haben alle das Gleiche immer wieder gesagt. Nur, wir fokussieren so auf Detailworten, die gar keinen Wert haben. Wenn wir jetzt sagen, ist das Instrument, die Schutzklausel, ist das richtige Instrument, ja oder nein? Sie sind kein Spezialist, ich auch nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Was Herr Amstutz ganz klar gesagt hat, ist, wir wollen nach dem 9. Februar die Zuwanderung senken und Inländervorrat haben. Ist jetzt das Instrument Schutzklausel okay? Ja. Dann stehen wir alle zur Schutzklausel. Aber das muss uns der Bundesrat sagen. Herr Lombardi, Sie haben jetzt lange nichts gesagt. Herr Cassis fordert auf, Geduld zu haben. Herr Nordmann, fehlt der Glaube. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir nehmen auch diese Wette. Also, wir haben das heute gesagt. Wir wären auf Wie lange diesem... geben Sie der SVP Zeit? Wir haben innerhalb des Dreier-Tickets gewählt, weil wir diese Chancen der SVP geben möchten. Aber wir haben auch eine Erwartung natürlich, dass die SVP das entgegennimmt und sich entsprechend verhält. Wir haben die Fragen, die jetzt diskutiert werden, Erhaltung der Bilateralen zum Beispiel, den drei Kandidaten gestellt während den Anhörungen. Alle drei haben sich zum bilateralen Weg bekannt. Also ich glaube, wir können auf dieser Basis, der Bundesrat ist in der Lage, jetzt mit Herrn Parmelin, aber es wäre dasselbe gewesen mit den anderen zwei, ist in der Lage, seine Strategie, seine Lösungen zu erarbeiten.
man muss nicht vergessen, es stimmt, dass das Volk die Masseneinwanderungsinitiative angenommen hat. Aber das Volk hat auch mit einer notabene größeren Mehrheit mehrmals den bilateralen Weg und die Freizügigkeit angenommen. Und das muss man respektieren. Man kann sagen, ja, wir wollen jetzt die kriminelle Ausländer erschaffen und wir nehmen keine Rücksicht auf Verhältnismäßigkeitsprinzip oder Menschenrechte oder Völkerrechte. Aber die Menschenrechtskonvention haben wir unterschrieben und ratifiziert und das Volk war damit einverstanden. Das ist also Bestandteil unserer Rechtsordnung. Wir können einfach nicht sagen, jetzt, weil eine Initiative angenommen worden, entfällt das ganze System, die Verfassung, unsere Verpflichtungen, die Grundrechte und so weiter und so fort. Herr Rösch, Sie sind noch einmal gefragt, also die CVP, die FDP, die geben Ihnen eine Chance. Wie kompromissfähig sind Sie wirklich? Ja. Es braucht mal eine differenzierte Betrachtung. Man kann nicht einfach sagen, und dann ergibt sich schon, wo der Weg ist. Man kann nicht einfach sagen, wie das immer wieder getan wird, Zuwanderung reduzieren und Bilaterale scheitern lassen oder umgekehrt in der Zuwanderung nicht machen. Wir haben mehrere hundert, ist Ihnen bestens bekannt, bilaterale Verträge. Wir haben einen Vertrag, die Personenfreizügigkeit, die mit der Masseneinwanderungsinitiative, die von dieser betroffen ist. Wir wissen mittlerweile hinlänglich, dass die EU, und das sind nicht nur Behauptungen, das hören wir auch, dass die EU nicht einfach die anderen Verträge kündigen wird, nur weil wir in dieser Personenfreizügigkeit ein Problem haben, das es zu lösen gilt. Sie supponieren, Sie wissen es nicht. Wir haben klare Signale in diese Richtung, auch aufgrund der Vorteile, die auch die EU, wir auch, von diesen Bilateralen haben. Und jetzt hat der Bundesrat, leider nach etwas langer Zeit, hat er einen Lösungsweg aufgezeigt. Diesen gilt es, da bin ich einverstanden. Das aber den finden Sie jetzt heute gut in dem Fall? Ich sage nicht, ob der gut oder schlecht ist. Es gilt jetzt aufzuzeigen, was ist, da sage ich selbstverständlich das Gleiche wie unser Fraktionschef in der Arena, ich habe das gesehen, es gilt jetzt zu messen, wie ist das Resultat im Ziel. Wir müssen eine substanzielle Reduktion der Zuwanderung von 80.000 pro Jahr haben. Ich höre heute sehr viele Leute, die über 50 sind, keine Stelle mehr finden. Ich höre gerade im Gesundheitswesen, wo man immer von Fachkräftemängeln spricht, Leute, Personen, die sagen, ich finde keine Stelle mehr. Deshalb ist doch für uns, für unseren sozialen Frieden, für die Volkswirtschaft, dieser Inländervorrang so sehr wichtig. Und hier brauchen wir eine Lösung. Ob das Instrument, mit welchem Instrument, genau. Da muss der Bundesrat Herr das Nordmann, konkret Sie haben vorschlagen. Noch die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Also, das Gesundheitswesen ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich krank bin, egal wie alt ich bin, brauche ich einen Arzt, brauche ich Krankenschwester, brauche ich qualifiziertes Personal. Und wenn die Schweiz zu wenig Leute bildet oder ältere Leute nicht weiterbildet, damit sie fit bleiben bis zur Pensionierung, dann fehlt das Personal und dann holt man das Personal im Ausland. Das ist ein Bereich, wo es ganz klar ist, dass die Schweiz gegeizt hat auf die Bildung und auf die Weiterbildung. Und jetzt ist es einfach so, dass man lieber Ärzte in Deutschland holt, als dass man keine Ärzte hat oder zu wenige Ärzte. Ich habe Verständnis für jedes Spital, für jedes Patient, der auch zu einem solchen Arzt geht. Und es ist eine Chance für die Schweiz, dass wir sie haben. Wir können schon Maßnahmen, die immigrationsdämpfend wirken, in der Schweiz nehmen. Und das ist zuerst uns gegen tiefere Löhne schützen. Und das ist sicher diese Ausbildung, die bessere Kompatibilität mit dem Familienleben und dem Arbeitsleben, damit auch Frauen sich mehr beteiligen am Arbeitsmarkt. Aber all diese Maßnahmen sind inländische Maßnahmen. Genau. Und das muss man im Inland machen. Genau. Meine Herren, es ist wenig erstaunlich, dass wir sofort wieder in einer Diskussion natürlich sind über Europa, über die Zuwanderung, Umsetzung der Zuwanderungsinitiative. Ich danke Ihnen herzlich für die Diskussion, für die interessante Diskussion, die natürlich noch weitergehen wird. Wir möchten uns jetzt noch einmal den neuen Bundesrat Guy Parmelin anhören. Er hat heute Mittag meiner Kollegin Susanne Wille ein Interview gegeben. Die Vizepräsidentin Isabelle Moret hat gesagt, Guy Parmelin ist wie ein guter Wein, harmonisch, abgerundet, er passt zu allen. Passen Sie zu allen? Ein sehr guter Wein ist etwas Besonderes nochmal. Und ich glaube, die Definition ist nicht die beste Definition. Nein, ich bin jemand konstruktiv, ich will arbeiten für das Land. Und jetzt, das ist eine andere Funktion für mich.
Und ich freue mich, mit den anderen Bundesräten und Bundesrätinnen zu arbeiten. Für das ganze Land, nicht nur für eine Gegend oder für mein Kanton. Sie sagen, für das ganze Land, die Erwartungen sind hoch. Das hat man auch gehört von den Parteipräsidenten. Man erwartet einen kollegialen Guy Parmelin, aber trotzdem einen, der die SVP-Politik klar vertritt. Spüren Sie diesen Druck? Gehen Sie damit um? Natürlich ist ein Druck, wenn eine solche Funktion, wenn Sie an einer solchen Funktion kommen. Aber das ist normal, dass die Konfrontation der Ideen läuft, auch im Bundesrat. Aber dann kommt die Entscheidung. Es ist immer eine Mehrheit, eine Minderheit. Und man muss die mehrheitliche Position für die Bevölkerung, für das Ausland korrekt repräsentieren. Und das ist, was ich machen muss. Ein klares Bekenntnis also vom Guy Parmelin zur Kollegialität. Adrian Vanter, wenn man heute so umgelost hat, auch die Stimmung da. Am Schluss ist zwar wieder ein bisschen hitziger zu und her gegangen, aber man hat auch das Gefühl, es ist so eine gewisse Harmonie um und man hat das Gefühl, es ging es wieder über in Richtung Stabilität. Stimmt das? Sehen Sie das auch so oder ist das ein Irrtum, vielleicht eine falsche Sicherheit? Ja, Konkordanz heisst ja Übereinstimmung, Verhandlungsdemokratie. Und der Entscheid, den das Parlament heute getroffen hat, ist eigentlich tatsächlich zumindest ein Schritt zurück zur Proportionalität, in der Hoffnung, dass am Schluss so Konkordanz wieder hergestellt wird. Und insofern können wir davon ausgehen. Ich würde jetzt ein bisschen konkreter sagen, es hat jetzt sehr professional tönt. Konkordanz heisst ja, und das ist vielleicht mal wichtig, dass man das so ganz super klärt, Konkordanz heisst ja nicht nur Proportionalität, das haben wir heute erreicht. Proporz haben wir wieder angebracht, indem Parteistärken im Bundesrat tatsächlich wieder entsprechend in Wählerstärken sind. Aber Konkordanz heisst nicht nur das, sondern heisst zusätzlich Bereitschaft zu verhandeln. Es ist ein Teil der politischen Kultur. Es geht nicht so weit, dass man einen Koalitionsvertrag machen muss. Aber es geht darum, dass man versucht, wirklich durch gütliches Einvernehmen Lösungen zu finden. Und der Entscheid, der heute getroffen wurde mit dieser Person, der sollte eigentlich im Idealfall dazu führen, dass wir eine konkordantere Politik werden haben. Es kann aber auch sein, dass wir sowohl von links wie rechts mehr Initiativen und Referenden werden haben. Das ist noch völlig offen und das kommt jetzt tatsächlich darauf an, wie die Parteien auch werden reagieren auf die Politik des Bundesrats. Es bleibt auf jeden Fall spannend, Adrian Vanter. Herzlichen Dank, dass Sie zu Hause gekommen sind und mit uns noch mal über den Tag geredet haben. Ja, das war es schon für unsere Klasse Politik. Jetzt kommt dann gerade das 10 von 10 und es erstaunt nicht, dass auch dort natürlich die Bundesratswahl das grosse Thema sein wird. Dort wird sich unter anderem der Christoph Blocher zur Frage äußern. Wir haben es heute auch schon diskutiert, ob die Ausschlussklausel soll gestrichen werden. Uns die Klasse Politik gibt es wieder am 16. März in der Frühlingssession. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.